Herzlich willkommen, liebe Eisenbahnfreunde, zu Hagens Bahnträume. Dieses Mal bin ich auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Wir fahren nämlich mit einer Museumsbahn von Amstetten nach Gerstetten und gezogen wird der Zug von einer Dampflokomotive von der 75 1118. Und ich kann Ihnen eines sagen, es ist wie eine Reise in die gute alte Zeit. Die Fahrt beginnt pünktlich um 9.45 Uhr mit der Ausfahrt aus dem Lokalbahnhof Amstetten. Vier Personenwagen mit erwartungsvollen Fahrgästen und ein Fahrradwagen machen sich auf die 20 Kilometer lange Strecke. Die Gitter sind selbstverständlich geschlossen. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Es geht bergauf. Nach knapp 5 Kilometern hat das Dampfross mit seinem Zug schon beinahe 100 Höhenmeter überwunden. Lok 75 1118 ist auch schon über 100 Jahre alt. Sie hat ihren Dienst begonnen bei den großherzoglich-badischen Staatseisenbahnen. Der traumhafte Spätsommer zaubert noch ein zusätzliches Lächeln in die Gesichter der Fahrgäste, die diese Dampffahrt ohne dies mit allen Sinnen genießen. Die Strecke wurde am 1. Juni 1906 eröffnet und fast auf den Tag genau 90 Jahre später hat man den Personenverkehr aufgegeben. In den Sommermonaten ist der Dampfzug der Lokalbahn unterwegs, an den Wochenenden. Manchmal ist auch der Triebwagen im Einsatz. Betrieben wird die Strecke von den Ulmer Eisenbahnfreunden und auf dieser Bahn, auf der Lokalbahn, ist eine ganz junge Truppe unterwegs. Sehr viele Schüler sind dabei und ich finde, die machen einen richtig tollen Job. Deswegen möchte ich das von dieser Stelle einfach nochmal ansagen und betonen. Es macht richtig Spaß, den jungen Männern mit Mütze und teilweise zu großer Uniformjacke zuzuschauen. Drei Zugpaare sind am Tag unterwegs. Und sie benötigen für die knapp 20 Kilometer lange Strecke 50 Minuten. Junge Fans schauen immer fasziniert zu, wenn das Dampfross erscheint. Sie wissen allerdings auch, wie laut es sein kann. Corona hat dem Veranstalter auch ziemlich zugesetzt. Hat doch die Fahrsaison mit einer größeren Verspätung begonnen. Eine Verspätung, die sich freilich im Fahrbetrieb höchst selten fortsetzt. Man ist pünktlich auf der Schwäbischen Alb und läuft auch pünktlich in Gerstetten ein. Die Lok wird abgekuppelt, sie muss rangiert werden und ans andere Ende des Zuges fahren. Auf der Maschine Hans-Karl Kuhnhäuser, den alle Welt nur Kuhni nennt. Ein Lokführer mit Leib und Seele und auch ein wenig die Seele der Ulmer Eisenbahnfreunde. Tja, manchmal macht das Motiv, was es will. Wir sind jetzt im Betriebswerk und wollen ziemlich hoch hinaus. So, und das ist jetzt der Blick nach unten.
Die Lok, eine ehemalige badische 6C, ist die letzte ihrer Art. Eine gute halbe Stunde beträgt die Aufenthaltszeit in Gerstetten, dann geht es wieder zurück nach Amstetten. Ciao! Von hier oben habe ich die Filmaufnahmen gemacht. Ich habe mir an der niedrigen Decke zweimal den Kopf angehauen, aber das Motiv war es mir wert. Und jetzt dampfen wir wieder zurück. In den Wagen ist es leerer geworden. Das liegt einfach daran, dass viele Fahrgäste jetzt auf Zweiräder umgestiegen sind. Ich genieße noch die wunderschöne Landschaft im Sonnenlicht. Im idyllischen Stationchen von Waldhausen geht auch für mich die Zugfahrt zu Ende. Und beim nächsten Mal lasse ich auch mein Auto zu Hause. Man kann die Lokalbahn sogar in Amstetten erreichen mit der Bahn als Zubringer. Also das ist ja wirklich überhaupt kein Problem. Und ich kann Ihnen eines sagen, Sie werden nicht enttäuscht sein. In diesem Jahr fährt die Lokalbahn nochmal mit Dampf, aber auch der Triebwagen ist unterwegs, der wunderschön aussieht in seiner creme-bordeaux-farbenen Lackierung. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann schauen Sie einfach ins Internet. Das war's von dieser Stelle aus. Machen Sie's gut. Bis denn und tschüss.